Sorry, aber mein Bus ist entgleist. Ah, du bist doch gar kein Buskind. Ich glaube, diese Frage ist dann doch etwas zu privat, ja? Reden wir über was anderes. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen, Herr Lehrer. Sandra, wir hatten gestern eine Lehrerkonferenz. Wegen der kaputten Toiletten? Wegen dir. Hm. Du bist ja nun schon einige Jahre hier in der Grundschule. Wie lange eigentlich genau? Hab nach dem 5. Jahr aufgehört zu zählen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon lange genug, dass die Eltern mittlerweile denken, du wärst eine Referendarin. Hm. Wie dumm die sind. Auf jeden Fall haben wir Lehrer jetzt beschlossen, dass wir das Niveau mal ein bisschen anziehen wollen bei dir. Wer ist Niveau und wieso wollen Sie ihm was anziehen? Nein, wir wollen langsam mal ein bisschen die Pferde satteln. Pferde stinken. Wir wollen langsam mal ein bisschen auf die Tube drücken. Wieso? Kommt nichts mehr raus? Die Aufgaben sollen langsam mal ein bisschen schwerer für dich werden. Aber wenn etwas so schwer ist, bekomme ich immer Nasenbluten. Naja, wenn wir jetzt von schwierigeren Aufgaben reden, dann reden wir von Aufgaben wie 10 plus 3. Das bekommst du ja wohl hin. Wie auch immer. Heute ist ja nun kein Mathe. Ich finde aber, Mathe ist wirklich schwer. Und Deutsch auch. Deutsch hat schon so viele Wörter. Wenn da jetzt noch mehr dazukommt, dann... Also dann Sandra, ganz ruhig. Ja, wir Kollegen haben beschlossen, dass du ein neues Fach dazu bekommen wirst. Und heute ist deine erste Stunde dafür. Endlich! Sex! Das Fach, wo die Note befriedigend besser ist als sehr gut. Sandra, heute ist deine erste Englischstunde. No. No. Wir fangen mal ganz einfach an, ja? Erzähl doch mal, was für englische Wörter du bisher so kennst. Hm. Ich frag dich mal einige Dinge und du sagst mir dann, was das auf Englisch heißt, ja? Kannst du mir sagen, was auf Englisch, wir gehen die Zahlen mal durch, was auf Englisch 2 bedeutet? Weißt du, was die Zahl 9 bedeutet auf Englisch? Nein. Richtig! Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich bin ein absolutes Genie. Machen wir weiter. Wann klingelt die Glocke? Ich hab keinen Bock mehr. Weißt du, was Glocke auf Englisch heißt? Nö. Bell. Wuff. Wuff. Nein, Sandra, Bell. Wuff. Wuff. Egal. Wuff. Beginnen wir doch mal mit einem ganz einfachen Satz, okay? Bitte. Ich krieg wieder Nasenbluten. Listen. Wer? Peter, Paul and Mary are best friends. Ja? Ja? Was habe ich gesagt? What did I say? He, she, it, did, must, mit. Ich habe gesagt, Peter, Paul and Mary sind beste Freunde. Kennt ihr die persönlich oder woher wissen die das? Einfacher. The cat. Die Katze. Wiederhol das bitte. Die Katze. Nein, auf Englisch. Die cat. Das Ganze natürlich. Die Katze. Auf Englisch. The cat. Sehr gut. Aussprache sehr wichtig. The. The. Wiederhol das mal. Nee. The. Hm? Hör noch mal ganz genau hin. The. The. Okay. Schon viel besser. Ich höre immer Songs auf Englisch, deswegen kann ich das schon recht gut. Ich würde dir gerne etwas beibringen, was du zu Hause üben kannst, ja? Aber bitte einfach, ja? Einfach. Ganz einfach. Also, pass auf. Hello, my name... Whoa, beruhigen wir uns mal kurz, ja? Komm mal ein bisschen runter, ich will Englisch nicht studieren, okay? Komm mal runter von Profi-Level 5000 ungefähr, mal so, geh mal so auf Toastbrot-Niveau minus 40, okay? Gut. Hello. So, hello. Ist das Simple Past? Das ist, Adjektiv. Das müssen Sie mir auch sagen, dann kann ich es besser verarbeiten. Okay, weiter im Text. Gut. Hello. My name... Ist doch Simple Present. Also vom Nomen, abgeleitet von Present Progressive. Da kann man doch einfach dann auch... Sandra! Es muss mit. Gut, mal grundlegender. Was glaubst du, wofür brauchst du überhaupt Englisch? Sie sind sowas von 2010, ey. Was? Heute brauchst du kein Englisch mehr lernen. Gib doch Apps! Von was redest du? Krass, Mann, du bist so 2010. Man, you're so 2010. Sandra, solche Übersetzer haben noch sehr viele Fehler. Chill mal deine Bass, Jung, das Ding läuft super. Chill your bass, old man, this thing works great. Sandra, das ist wirklich nicht seriös, sowas. Ich spreche sogar Französisch. Hallo, ich heiße Sandra. Bonjour, je m'appelle Sandra. Sandra, das ist... Wer ist die geilste Sau? Fresh Torge. Qui est le cochon le plus chaud? Fresh Torge. So, zum Abschluss. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja. Nun. Was denn nun? Ja! I like potatoes.
Übersetzt er das auch richtig? Sandra, das Ding ist... Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Don't listen to her, she's one crazy bitch. Genau. Ich denke, wir machen mal eine etwas frühere Pause heute. Ja, wie geil ist das denn? Yes, how horny is that then? Oh Gott, ich würde mich am liebsten umbringen. How can I help you?